Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Polizistenwitze. Der Gymnasialdirektor, der Hauptschuldirektor und der Direktor der Sonderschule sitzen zusammen bei einem feuchtfröhlichen Abend, trinken ein Bierchen nach dem anderen. Gegen 10 meint der Gymnasialdirektor: So Leute, es wird spät, ich muss jetzt nach Hause. Er zahlt, geht, kommt aber nach ein paar Minuten wieder und sagt: So ein Pech, jetzt hat mir doch ein Polizisten Führerschein weggenommen. Naja, dann können wir ja noch ein Gläschen trinken. Eine Stunde später steht der Hauptschuldirektor auf, verabschiedet sich. Auch er kommt nach ein paar Minuten wieder. Die stehen glatt immer noch da. Mein Führerschein ist auch weg. Lass uns noch einen trinken. Nach einer Viertelstunde zahlt dann der Sonderschuldirektor, verabschiedet sich, geht. Die beiden anderen warten gespannt und richtig nach einer weiteren Viertelstunde kommt der Sonderschuldirektor auch zurück. Die anderen grinsen schadenfroh, aber der sagt: Na, was denkt ihr denn? Hier sind eure Führerscheine wieder. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Finden zwei Polizeibeamte eine Leiche vor einem Gymnasium, fragt der eine den anderen: Du, wie schreibt man denn Gymnasium? Überlegt der andere kurz und sagt: Komm, wir schleppen ihn zur Post. Ein Mann ist auf dem Heimweg am Nachmittag, fährt über dem Tempolimit. Plötzlich bemerkt er im Rückspiegel ein Polizeiauto mit Blaulicht. Den hänge ich ab, denkt er sich, tritt aufs Gas, 130, 140, 150, 170 rast er über die Landstraße. Schließlich, als sein Tacho die 200 überschreitet, denkt er: Ich halte dann doch lieber an. Fährt also rechts ran. Der Polizist kommt aus dem Auto, geht nach vorne, sagt ihm: Hören Sie mal, ich hatte heute wirklich einen ganz schlechten Tag und ich möchte einfach nur nach Hause. Wenn Sie eine gute Entschuldigung haben, lasse ich Sie einfach weiterfahren. Denkt der Mann einen Moment nach und sagt dann: Also wissen Sie, vor 3 Wochen ist meine Frau mit einem Polizisten durchgebrannt. Und als ich Ihr Auto im Rückspiel gesehen habe, dachte ich, Sie wären dieser Polizist und wollen Sie versuchen, mir zurückzubringen. Ein Betrunkener stolpert abends ziemlich betrunken über einen Parkplatz und streicht über die Autodächer. Was tun Sie denn da? Fragt ein vorbeigehender Spaziergänger. Ich suche mein Auto, sagt der Betrunkene. Ja, aber das ist doch nicht so einfach, meint der Spaziergänger. Die Dächer sind doch alle gleich. Nee, nee, meins nicht. Da ist ein Blaulicht oben drauf. Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.